und wieder ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Kristall. Im letzten Part haben wir den Steineichenwald besucht, ihn auch geschafft. Wir haben Celebi gefangen und ich habe offscreen ein bisschen meine Pokémon trainiert. Und ja, ich werde jetzt noch ein paar Kämpfe machen, weil meine Pokémon kriegen dann ein Level up. Also mein Kanimani auf jeden Fall. Okay, jetzt reicht's mal. Gibt's hier nur ein Abra? Dann gehe ich hier runter, hier gibt's keine Abras. Aber ist so ein schwules Pokémon, das immer Teleport einsetzt. Keine Wirkung, Schluck fehl. Nochmal Aquaknarre. Da muss ich wohl noch einen Kampf machen. Jetzt Level 18 und mein Kanimani entwickelt sich. Hey, Kanimani entwickelt sich. Glückwunsch, dein Kanimani wurde zu Tyrakrok. So, das war Streich Nummer 1 und der zweite folgt sogleich. Topsy, trainiere ich noch ein bisschen mit euch. Ein Kampf noch. So, und das war's. Jetzt habe ich ein Taboga. Topsy erreicht Level 18. Hey, Topsy entwickelt sich. Glückwunsch, dein Topsy wurde zu Taboga. Und ich würde sagen, machen wir mal die Pokémon Arena, oder? Wir starten mit Lorblatt. Ne, Lorblatt ist meine Geheimwaffe. Wir starten mit Aron, denn Aron ist ziemlich gut, denn der hat jetzt Steinwurf gelernt und damit ist er nicht schlecht. Und ich habe mir auch einige Pokémon gefangen, also ich kann es euch jetzt zeigen. Ich habe Ratzfratz gefangen. Kleinstern habe ich vorher gefangen. Togepi, nein, nicht. Rätern auch nicht. Nein, da kommt schon. Naja, ich habe Abra gefangen, Snubbull habe ich gefangen und was ist das letzte? Ah ja, Celebi. Dieser Sam haben wir gesehen. Das wird ein Spaß, 251 Pokémon vorlesen. Ja, aber ich werde das, tu das ja nur für euch. Und ganz speziell tue ich das für dich, der mir gerade zusieht. Ja, genau, dich meine ich. Oh, du musst wohl noch etwas wachsen. Ich mag dich, aber ich werde mich nicht zurückhalten.
Schönheit möge Martha möchte kämpfen. Visor. Das ist eine Normal-Arena, die setzt nur Normal-Pokémon ein und damit hätte ich ein Geist-Pokémon gebraucht. Aber wenn die solche Luschen in den Kampf schicken. Ja, Visor ist so eine Art nutzloses Pokémon, genau wie Ratzfratz, es ist einfach nur da. Und ja, mehr gibt's über dieses dreckige Pokémon nicht zu sagen. Mal sehen. Ups, schon vorbei. Chris erhält 1496 Poké-Dollar. Onyx ist, glaube ich, nur Gestein. Start. Was? Okay, dann habe ich ein K für Mogelwurm, habe ich auch schon was gefunden. Da setze ich mein Lorblatt ein. Schlag ordentlich zu, sonst werde ich es tun. Naja, ich werde mich nicht wiederholen. Immer dasselbe zu sagen. Mich kann niemand besiegen. Auf jeden Fall kein Trainer. Noch nicht. Ich freue mich ja schon auf die Top 4. Nicht sehr effektiv. Doch sehr effektiv? Nee, das ist normal effektiv, weil es ist nicht effektiv da gestanden und nicht sehr effektiv, also. War nur ein Volltreffer. Level 21. Nächstes setzt Marzi ein. Möchtest du Pokémon wechseln? Ja klar, und dieses Mal setze ich Tyrokrok ein. Schönheit Tina wurde besiegt. Nein, oh Marzi, es tut mir leid. So. Jeder darf mal dran kommen mitkämpfen. Aus Äußeren meiner Pokémon täuschen. Lass dich vom Äußeren meiner Pokémon nicht täuschen. Sie können dich platt machen. Na, das wollen wir doch mal sehen. Das will ich mir jetzt ansehen. Auf das bin ich jetzt gespannt. Ob deine Pokémon mich platt machen. Denn niemand kann mich besiegen. Und ich lade die zwei Pokémon-Parts dann noch hoch und heute kommen auch wieder ein Teil meiner Spielesammlung. Entweder mache ich die ganzen Nintendo-Sachen. Ja, ich mache heute die ganzen Nintendo-Sachen. Das ist die Schwester von Bianca. Ich mag niedliche Pokémon lieber als starke. Aber ich habe starke und niedliche Pokémon. Ja, das wollen wir doch mal sehen. Ja, das. Die sind immer alle so frech, dass das. Naja, ja, vergiss es einfach. Vergiss es.
Okay, das machen wir jetzt ganz langsam, denn ich will meinen Sieg genießen. Es zeigt keine Wirkung auf Taboga. Dreimal Pummeluft setzt sie ein und dreimal verliert sie mit ihm, also besser geht's gar nicht. Level 19. Höhere Bettina wurde besiegt. Oh nein, nein! Ich bin Bianca. Jeder hat sich für Pokémon interessiert, also musste ich mitmachen. Pokémon sind super niedlich. Willst du kämpfen? Sei gewarnt, ich bin gut. Naja. Kein Kommentar dazu. Kein Kommentar dazu. Leiter Bianca möchte kämpfen. Bianca schickt Pipi in den Kampf. Pipi! Double Dex-Hieb. Diese Attacke nervt so sehr. Aber ich habe kein Problem damit. Jetzt habe ich ein Problem, denn jetzt setzt sie Miltang ein. Und Miltang ist eine scheiß Drecksau. Naja, eigentlich ist es eine scheiß Dreckskuh, aber... Naja. Und... Dann setzen wir mal Taboga ein. Schauen wir mal, was wird. Stampfer. Seht ihr, das meine ich. Aber gegen mein Onix hat sie keine Chance. Naja, vielleicht hatte sie doch eine Chance. Aber gegen mein Lorblatt kann sie nichts ausrichten. Ist eh egal, jetzt ist er eh weg. Das ist das einzige Gute an Zornklinge. Es wird von Runde zu Runde besser. Ich sagte es doch, sie hat gegen mein Lorblatt keine Chance. Leiter Bianca wurde besiegt. Schluchz. Du bist so gemein. Du solltest nicht so ernst sein. Du Kind, du. Einen Teil nach Hause. Wartet mal, ich merke, dass die Anzeige wieder ein bisschen zu laut ist. So, ich will ja nicht, dass ihr einen Gehörschock bekommt. Und naja, außerdem ist es ja egal, ihr könnt den YouTube dann leise schalten. Ich lasse es normal. Schnüff, Japs, du bist gemein. Hallo? Hallo? Schnüff, Japs, du bist gemein. Ich will aber schon meine Tee im Walzer haben und ich will meinen Orden haben, okay? Oh nein, du hast Bianca zu weinen gebracht. Keine Sorge, sie beruhigt sich bald. Wieder. Sie weint immer, wenn sie verloren hat. Schnüff, was? Was willst du? Ein Orden? Oh, stimmt. Ich vergaß. Hier ist der Basisorden. Chris erhält Basisorden. Dun, dun, dun. Bam, bam. Mit Hilfe des Basisorden können deine Pokémon Stärke auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Außerdem erhöht er die Initiative deiner Pokémon. Oh, das hier kannst du auch haben. Chris erhält TM45. Das ist Anziehung. Was? Anziehung? Naja, ich dachte, ich bekomme Walzer, aber passt das nicht perfekt zu einem süßen Ding wie mir? Also eingebildet ist sie ja überhaupt nicht.
Der Blumenladen. Hast du den wackeligen Baum auf Route 36 geschaut? Meine kleine Schwester war aufgeregt und wollte ihn sich ansehen. Ich bin besorgt. Das ist riskant. Jetzt muss ich da rauf gehen und dann wieder runter. Was sagst du mir? Entschuldige bitte. Könntest du mir einen Gefallen tun? Könntest du dieses Pokémon, das einen Brief trägt, zu meinem Freund bringen? Du findest ihn auf Route 31. Nein. Oh, dann geht das in Ordnung. Ich gehe mal kurz zum Pokémon Center. Oh, willst du mich verarschen? Wo ist die Route 31? Nein. Nein, sicher nicht. Oh! Oh ja, das geht schon! Ah, ich habe vergessen, ja, Mogelbaum ist hier derweil im Weg. Da kann ich auch gleich nach Norborg hier gehen, um Professor Lind das Ei zu zeigen. Dann legen wir mal Celebi ab. Nein, Torboga nicht. Ja, immer nerven sie mich alle. Ja. Lesen. Dunkelhöhle ist ein Pfad, Harald. Leck mich doch, leck mich. Oh, ich muss ja meine Pokémon heilen gehen, das habe ich ganz vergessen. Ich war ja im Pokémon Center, aber ich habe sie nicht geheilt. Ich bin so cool. Ich werde meiner Freundin zeigen, wie cool ich bin. Ja. Und ich werde zeigen, wie schwul du in Wirklichkeit bist. Ja, das ist leider so. Sandan. Gegen Boden-Pokémon ist Windstoß immer sehr effektiv. Picknicker Nina wurde besiegt. Meine Güte, du bist stark. Ich weiß es. Bitte, bitte tut mir einen Gefallen und sagt mir das nicht andauernd. Schnell, 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 bevor er sich dreht. So. Denn ich will Lorblatt mal testen gegen Psycho-Pokémon. Sieh meine Virtuosität, mit der ich die Fälle jung liere. Achso, das ist nur ein depperter Schummelhör. Ich dachte, ein Psycho. Voltoball. Was? Level 2? Ist da jetzt wirklich Level 2 gestanden?
der hat wirklich solche Luschen. Oh, ein Fukano. Und das fuckt mich so an jetzt. Ja, Dito habe ich gefangen, ja. Den Pummeluf nicht, aber ich will einen Fukano haben. Naja, egal. Na toll, jetzt muss mein Lorblatt wieder mal total verletzt sein. Naja, ist ja egal. Ich bin Flora vom Blumenladen. Stell dir vor, als ich den wackeligen Baum mit Wasser benetzte, ist er hochgeschreckt. Es muss einfach ein Pokémon sein. Ich wette, es gibt seine Verkleidung, auf wenn man es gießt. Genau, ich sage es meiner Schwester und leihe mir ihre Gießkanne. Dann kann ich wenigstens auch gleich meine Pokémon heilen gehen. Und hier ist die Tussi mit der Gießkanne. Wollte ihn sich ansehen. Ich bin besorgt, ist das. Ey, ich hab doch den Basisorden schon. Als ich meiner Schwester von dem wackeligen Baum erzählt, sagt sie mir, dass er gefährlich sei. Ich frage mich, ob sie mir ihre Gießkanne leiht, wenn ich Bianca besiege. Ich hab sie doch schon besiegt. Hast du den wackeligen Baum auf Route 36 gesehen, meine kleine Schwester? Ja, okay. Oh, was willst du denn noch von mir? So, ich werde meine Cheat ausschalten, vielleicht liegt's daran. Von Celebi. So, den brauchen wir eh nicht mehr. Ja, es lag wirklich an dem Cheat. Ein Sonnenkern. Aber bevor ich zum Mogelbaum gehe, werde ich nochmal in den Pokémon-Supermarkt gehen und mir Bälle kaufen. Denn ich habe gerade gemerkt, ich habe nur noch 6 und ich will mir ja so oder so Superbälle kaufen.
Ihr Reisebegleiter, Trainermarkt. Okay. Der verkauft mir nichts. Und der Typ dort sicher. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zum Mogelbaum. Aber ich habe nur noch 4 Minuten, dann ist der 30-Minuten-Part auch voll. So, dieses Item holen wir uns noch. Das will ich wissen, hier kann man rein. Hier ist auch noch was. Was ist das? Psychokinese? Nein, Schaufler. Und wie immer speichern wir wieder davor, denn Spielstand überschreiben, ja. Chris hat das Spiel gespeichert. So. Okay, das wollte ich zwar nicht. Genau, das wollte ich. Jetzt setzen wir Aaron ein, denn Gesteinsattacken sind. Und Superball. Und Superball. Und Superball. Und Superball. Und Superball. Und Superball. Und gefangen. Ein Tag im Pokédex angelegt. Bewegt ein Baum. Bei Windesstille einen Ast. Ist es ein Mogelbaum. Das sieht vor dem Regen schützt. Und für die, die es nicht wissen, Mogelbaum ist kein Pflanzen-Pokémon. Es ist ein Gesteins-Pokémon. Und für alle, die es mir nicht glauben, gebe ich euch den Beweis. Pflanze. Nein, ich gehe auf Gestein. Mogelbaum, seht ihr? Und wenn ich auf Pflanze gehe, Endivia, Lorblatt, Knofenser, Sonnenkern, Selby. Kein Mogelbaum. Also, Mogelbaum ist ein Gesteins-Pokémon. Hast du diesen seltsamen Baum weggeschafft? Ich bin beeindruckt. Ich möchte dir dies geben. Chris erhält TM08, es ist Zerschmetterer. Chris steckt TM08 in TM-Tasche, das ist der Zertrümmerer. Damit kannst du Felsen mit einem einzigen gut gezielten Schlag zertrümmern. Sind dir irgendwelche Steine im Weg, dann zertrümmere sie einfach. Und jetzt gehen wir zu diesem Fettsack, der schläft. Das ist ja so gescriptet. Also ob das nicht jeder wüsste von euch. Hä? Was ist du? Hast du einen Brief für mich? Mal sehen. Die Dunkelhöhle führt zu einem anderen Weg. Gut zu wissen. Danke, dass du mir den Brief brachtest. Mein Freund ist ein netter Mensch, genau wie du. Ich möchte mich bei dir dafür revanchieren. Ich hab's. Ich möchte dir das hier geben. Chris erhält TM50. In TM-Tasche. Nachtmar. Dies ist eine gemeine Attacke, die einem schlafenden Gegner kontinuierlich KP abzieht. Das ist fies. Ich möchte nicht schlecht träumen. Jetzt müssen wir nach... Hmm.
Fangen wir uns Bisou auch gleich. Oh nee, das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich wieder was vergessen in der Stadt. Wieso ist Team voll? Muss ich diesen Sponk jetzt sein Pokémon noch zurückbringen? Nee. Oh, immer die ganzen Wege. Offscreen ist das ja ganz egal, aber immer, wenn ich Let's Player, jedes Mal. Was, dieses Pokémon? Ist aus dem Ei geschlüpft? Also schlüpfen alle Pokémon aus Eiern. Nein, vermutlich triffst du das nicht auf alle Pokémon zu. Es warten wohl noch jede Menge Forschungsarbeit auf uns. Danke, Chris. Du hilfst uns beim Aufklären vieler Pokémon-Mysterien. Bitte nimm dies als Zeichen unserer Wertschätzung. Chris erhält Ewigstein. Ja, dann ist es ein Ewigstein. Ein Pokémon entwickelt sich weiter, wenn sie einen bestimmten Level erreichen. Ein Pokémon, das einen Ewigstein trägt, wird sich aber nicht entwickeln. Gib ihnen einfach Pokémon, das sich nicht weiterentwickeln soll. Heil mich. Heb alles ab. Das ist so eine Drecksnote, die heilt mich nicht. Naja, egal, gehe ich in die nächste Stadt. So, und den Part werde ich hier beenden vor dem Pokémon Center. Und das nächste Mal sehen wir uns. Ja. Ne, ich mache was anderes. Ja, Hornlio fange ich mir auch einmal. Immer Pokémon fangen, dann habe ich nach nicht viel zu tun. Jetzt nehme ich den Platz vom Mogelbaum ein. Okay, ich danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part.